Jahre 1869 hat Herr von Blanksburg, der Eigentümer einer alten Linzer Privatbank, diese Bank zusammen mit einer Salzburger Bank und oberösterreichischen Industriellen, die wesentliche Kapitalbeiträge geleistet haben, in eine Aktienbank eingebracht. Die Gründung der Bank für Oberösterreich und Salzburg fiel in eine Zeit des Aufbruchs. In Wien entstanden die großen Palais an der Ringstraße, es wurden Industrien gegründet. In Oberösterreich, im Alpenvorland, wurden die Eisenbahnen gebaut. Der Wirtschaftskrise der 30er Jahre sind viele Banken zum Opfer gefallen. Die Oberbank hat überlebt. Sie hat aber einen neuen Mehrheitseigentümer bekommen, die Kreditanstalt in Wien. Das Land Oberösterreich hat seine Nähe durch eine Minderheitsbeteiligung bekundet. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit war, dass die Kreditanstalt freiwillig ihre qualifizierte Mehrheit an den drei Banken, Oberbank, BTV und Bank für Kärnten, aufgegeben hat und nur ein Drittel sich behalten hat. Der Grund für diese Drittelung und die Gründung des Syndikats war, dass der Generaldirektor der Kreditanstalt den politischen Einfluss bei den drei Banken verhindern wollte. Der wohl wichtigste Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit der drei Banken war die Kündigung des Syndikatsvertrages. Das war nicht einfach. Man hat uns auch Konsequenzen angedroht, denn es war nicht im Interesse der Kreditanstalt, auch nicht im Interesse der damals regierenden Partei. Man hat uns gedroht, bei Philippi sehen wir uns wieder, aber wir haben es trotzdem geschafft und haben uns nicht davon abbringen lassen. Im Jahr 1986 ging die Oberbank an die Börse. Die beiden Schwesterbanken haben ihre Anteile wesentlich reduziert. Das Land Oberösterreich hat die Anteile aufgegeben. Und wir haben weit über 1000 neue Aktionäre gewonnen. Auch die Mitarbeiter haben einen entscheidenden Beitrag geleistet. Die Summe unserer Werte und Leitideen macht uns zu dem, was wir waren und immer noch sind. Oberbank ein bisschen mehr als eine Bank. Für mich ist das Engagement für die Oberbank eine besonders reizvolle Herausforderung. So spielen wir am Wiener Bankenmarkt zwar nicht die erste Geige, doch haben wir mittlerweile im Konzert der Wiener Großbanken eine sehr gute und starke Position erreichen können. Wien ist für uns ein Wachstumsmarkt. Wir werden daher das Firmenkunden- und vor allem das Privatkundengeschäft weiterhin stark ausbauen. In Ungarn eine Bank zu gründen, ist eine große Herausforderung. Es ist eine andere Kultur. Die Menschen haben 40 Jahre Planwirtschaft hinter sich. Unser Ziel ist es, mit Sensibilität und klarer Strategie ein flächendeckendes Oberbanknetz in ganz Ungarn aufzubauen. Das klare und eindeutige Bekenntnis des Oberbankkonzerns zu Tschechien war und ist die Basis dafür, dass der Expansionsmarkt Tschechien heute zu den Kernmärkten der Oberbank zählt. Ein weiterer zentraler Faktor unseres Erfolgs in Tschechien sind hochqualifizierte und engagierte Führungskräfte. Die Oberbank ist in Bayern mit 17 Geschäftsstellen sehr erfolgreich vertreten. Neben der soliden Beratungsqualität und einem vollständigen Produktangebot profitieren unsere Kunden vor allem von der Kompetenz vor Ort. Unsere kurzen Entscheidungswege, ein hochmotiviertes Team sowie die wirtschaftliche Stärke der Gesamtbank verschaffen uns einen entscheidenden Vorteil am bayerischen Markt. Die Oberbank ist seit 140 Jahren in Salzburg sehr erfolgreich tätig. Es ist das überdurchschnittliche persönliche Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen, die es immer wieder schaffen, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und unsere Kunden über Jahrzehnte hinweg gut zu betreuen. Der Beweis dafür sind die vielen treuen Kunden und auch Freunde unseres Hauses. Und das gilt sowohl für die Unternehmer als auch unsere Privatkunden. Die Oberbank ist 1985 aus ihren ursprünglichen Kernregionen Oberösterreich und Salzburg nach Niederösterreich gegangen. Mittlerweile sind wir die unabhängige Alternative zu den Großbanken. Das Geschäftsmodell der Oberbank passt für den Wirtschaftsraum Niederösterreich hervorragend.
So gesehen blicken wir sehr positiv in eine erfolgreiche Zukunft. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Oberbank und der Voestalpine geht inzwischen auf über ein halbes Jahrhundert zurück. Sie ist durch Unabhängigkeit, durch Nähe und durch Vertrauen geprägt. Wir sind bald 20 Jahre Kunde bei der Oberbank. Seit dieser Zeit ist die Oberbank unsere wesentliche Hausbank und wir haben uns für die Oberbank entschieden als verlässlicher Partner, als Bank, die sich im Industriebereich kompetent bewegt. Die Oberbank hat uns bei KTM vor mehr als 17 Jahren in einer sehr schwierigen Situation unterstützt. Seit dieser Zeit ist ein tiefes Vertrauen zwischen den beiden Häusern entstanden und dieses Vertrauen ist die Grundlage für die zukünftigen Herausforderungen in der Wirtschaft. Mit einem starken Bankpartner kann man getrost in die Zukunft schauen. Die Oberbank als unsere Hausbank geht seit mehr als 50 Jahren auf die Bedürfnisse der MIBA ein. Und wir haben gemeinsam immer Probleme gelöst und unsere Chancen genützt. Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind in Zeiten wie diesen die entscheidenden Kriterien in der Zusammenarbeit mit einer Bank. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit kann rasch und flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse eingegangen werden. Besonders in Fällen, in denen rasch entschieden werden muss, schätzt die MIBA die Professionalität der Oberbank. Man kann sich aufeinander verlassen, man braucht nicht zu fragen, sondern man handelt gemeinsam. Der Erfolg der Oberbank ruht auf drei Säulen. Einmal auf unserer Selbstständigkeit und unserer Unabhängigkeit, zum zweiten auf unserem risikoaversen Geschäftsmodell und natürlich zum dritten auf dem besonderen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den eigentlichen Trägern des Oberbankgeistes. Als Regionalbank sind wir mit unseren 135 Filialen besonders nahe bei unseren Kunden. Als Universalbank bieten wir unseren Firmen und unseren Privatkunden eine breite Dienstleistungspalette an. Wir machen nur Geschäfte, die wir verstehen. Und unsere nachhaltig stabile Ertragslage macht uns zu einem wirklich berechenbaren Partner für unsere Kunden. Das Bankgeschäft hat sich in den letzten 140 Jahren nicht wirklich wesentlich verändert. Wir leihen uns von den Einlegern, von den Sparern das Geld aus, mit dem wir besonders sorgsam und sorgfältig umzugehen haben und verleihen es dann wieder an ausgewählte Adressen im Firmen- und Privatkundengeschäft als Kredit weiter. Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit sind heute so aktuell wie vor 140 Jahren. Und das wird auch die Handlungsmaxime der Zukunft sein.